zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 Meets Reality auf der Grünfelder Land. Der Herr aus dem Open House sitzt hier neben mir. Dem zeige ich jetzt kurz den Hof, wo er hin muss. Und dann schicke ich den mal mit Manitou los. Wie angekündigt. Damit er den mal durchcheckt. So, hier links geht's rein in den Wald. Da fahre ich jetzt rein. Und wenn Sie hier rausfahren und geradeaus weiter, also hier raus und dann links und an der nächsten Kreuzung wieder links, dann kommt rechts eine Hofeinfahrt. Ja. Das ist mein Hof. Da können Sie einfach rauffahren und da ist ein bisschen rechts hinten beim Silo, da ist eine Werkstatt. Ah, okay. Da können Sie dann mal schrauben. Und was muss ich da genau tun? Checken Sie einfach mal den Manitou durch. Aber wo steht denn das Frachtstück? Ah, da hinten. Ah, okay. Wir hatten einen größeren. So, einmal raus hier. Dankeschön. Hier, Moment. Ja, dann fahre ich den mal. Warte mal. Schlüssel steckt. Schlüssel steckt. So. Gut. Nehmen Sie einfach mit. Checken Sie mal durch. Wahnsinn, Service. Können ihn auch putzen. Bis später. Ja, passt. Wiedersehen. Tschüss. So, dann gucken wir mal. Ich werde, wenn der Mechaniker ist, ist das gar nicht so schlecht. Dann kann der uns vielleicht immer einen Service machen. Von unseren Fahrzeugen. Ja, eigentlich sehr praktisch. So. Also Erfahrung braucht er noch ein bisschen. Vor allem, wie er mit Paletten umzugehen hat, glaube ich. Aber sonst war das gar nicht mal so schlecht. So. Jetzt holen wir erstmal hier die Holzkohle raus. Und Holzkohle habe ich, glaube ich, auch noch welche. So, hier geht es wieder katastrophal. Habe ich einen Knick in der Optik? Holzkohlepaletten habe ich auch noch welche in der Produktion stehen. Das heißt, da haben wir noch mehr. Und dann kommen ja die Holzscheitel auch noch dazu. Da ist der Preis gerade am Steigen. Soll ihm gutes Geld geben diese Woche. Na. Nein, jetzt ist sie doch runtergefallen, ey. Kein Mist, aber auch. Hoffentlich mache ich die Säcke jetzt nicht kaputt. Ach, was soll denn das? Ah, Holzkohle.
Safety first. Und die heben die auch. Mal testen. Ja. Okay. Das ist aber nicht wahr jetzt. Gleich nochmal checken von innen, ob wir den dann rauskriegen. Was ist denn hier jetzt los? Also heute scheint, glaube ich, meine Internetverbindung wieder ein bisschen hakelig zu sein. Deshalb gibt es diese gelegentlich vielen Lags. Aber ist halt so. Herr Varuna. Ja. Ich habe jetzt Ihr Manitou durchgecheckt. Schlechte Neuigkeiten. Warum? Er ist nicht so in dem prachtvollsten Zustand, weil man sieht genau unten, wo die zwei vom Motor aus, sieht es so ein Zahnrad. Und das ist so verschlagen. Ja. Da müssen sie unbedingt das zu reparieren. Ja, das machen sie jetzt. Bestellen sie die Sachen, was sie brauchen. Im Haus steht ein Laptop, ein Computer. Mhm. Soll ich Spanngurt hin tun? Ja. Oh. Zack. Geht nicht. Oh, ist dran. Geht doch nicht. Ja. Stimmt manchmal. Ja, ich muss was anderes tun. Ja, machen Sie das mal. Passt. Wiedersehen. Rechnungen dann auf mich. Passt schon. Ja, passt. Service schon längst. Aber ist ja gar nicht so schlecht, dass er erstmal nachfragt. Hört sich ja so auf. Als Angestellter. Keine eigenmächtigen Entscheidungen treffen, ne? Die mich dann in den Ruin treiben. Aber ich brauche den Manitou im Wald auf jeden Fall, weil das hier ist ja eigentlich der Träger vom Schafbauer. Und ich habe ja gar keinen Traktor mehr mit Frontlader. Nein. Was ist denn heute da oben? Geht doch.
machen wir mit der Palette hier jetzt? Wie ich die irgendwie da von der Wand gekriegt. Volker Diesel hier. Servus. Servus. Brauchst du noch Tiere in deiner Metzgerei? Jo, immer rein damit. Gut, weil dann fahre ich jetzt eine LKW-Fuhre da rein, weil ich habe jetzt sonst nichts zu tun. Haben wir noch einen, nur den kleinen, gell? Ja, und den Xera, mit dem ich gerade noch unterwegs bin. Du könntest... Was sind immer ein? Der Tatra. Achso, nee, weiß im Wald. Ich doch, nicht. Doch, du könntest im Wald Bäume fällen. Auf 12 Meter. Alles klar. Wenn du das willst, kannst. Wie schaut's bei deinen Feldern aus? Mein Feld ist auch fertig. Nee, fertig. Also, angesät. Ja, ist auch schon im Wachsen. Okay. Dauert ja nicht mehr lang. Na, ich kämpfe hier gerade mit einer Palette, die hier. Die so nicht will, wie du willst. Ja, die hängt. Die hat die nicht weg hier. Ja, wie gesagt, also du könntest mit einem LKW im Wald kommen. Also ne, bringt ja nichts. Ne, müsstest nur in den Wald fahren. Ja, kann ich machen, sobald ich dann ein paar Schweine rübergefahren habe. Ja. Gut. Aber du kannst auch Schweine verkaufen, wenn du willst. Ja, würde ich dann so machen, weil ich habe noch eine kleine Überraschung für dich gebucht. Für mich? Ja. Mhm. Für unsere Genossenschaft eine kleine Überraschung. Ja, und dafür muss ich halt ein bisschen Geld an Land ziehen, ne? Ach so. Mhm. Okay. Aber gib nicht so viel aus, dafür bin ich nicht wert. Da wäre ich mir nicht so sicher. Wir können mehr Potenzial rauskitzeln. Und genau dafür ist das, was ich gebucht habe, bestellt habe, sehr wichtig. Okay, gut. Na dann gucken wir mal. Jo. Bin ich mal gespannt. Ja, ich auch. Na gut. Bis später dann. Bis dann, ciao. Ciao. Alter, die Palette, die geben mir sowas auf den Geist. Weiß nicht, wie ich die da rauskriegen soll. Nee. Sorry. Naja. Ich bedanke mich bei euch mal fürs Zuschauen. Ich will mal die Deichsel hier irgendwie auf Nutzes schieben. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo und einen Kommentar da. Wir müssen morgen auf jeden Fall noch die andere Holzkohle verladen. Und wenn ich so aufs Konto schaue, könnte sogar sein, dass wir diese Woche den Blaubeeren das Restgeld für den Drescher geben können. Also dass wir das einfach komplett hinkriegen. Schauen wir mal. Wie gesagt, erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo und einen Kommentar. Tschüss.